So, heute testen wir die Blitzknatterwelle von Weko. Upsala. Und zwar gibt es die für 1 Euro bei Teddy oder bei Kick. Wobei ich sie bei Kick jetzt nicht bekommen habe. Leider Gottes, muss ich sagen. Ich hätte sie eigentlich ganz gern gehabt, aber so heute nur. Ja, was heißt nur? Ich habe sie ja bekommen. Allerdings war bei Kick alles reduziert, deswegen vielleicht waren sie ausverkauft oder so. So. So sieht eine aus. Die Zündschnur ist sehr kurz. Vom Gefühl her würde ich glatt sagen, da ist ein Meteorit drin. Gucken wir doch mal rein. Ah, jetzt komm schon. Geh auf. Ey. Ich hab mir schon geknackt. Und es ist ein Meteorit drin. Ist doch verrückt. Oh. Hier haben wir Meteoriten drin. Und in den Blitzknatterbällen, ebenfalls von Weko, aber aus dem Diabolos-Set, ist noch kein Meteorit drin. Wir werden die auch noch vergleichen. Also ich mache ja, das ist jetzt einmal so die Blitzknatterbälle in der 7er Packung. Werde ich noch vergleichen mit den 3er Packungen und noch mit anderen. Also wird noch ein Vergleich folgen. Aber jetzt sehen wir uns erstmal für den 7er bei der Zündung. So, die Blitzknatterbälle von Weko, 7er Packung mit Meteorit. Mal gucken, wie die so sind. Ha! Ich verbrenne mich immer. Ich bin ein Handvoll Scheiße. Ui, ui, ui. Die gehen aber gut ab. Ah, die haben aber eine scheiß kurze Zündschnur, ey. Voll, dann machen wir noch einen. Ja, wo ist er? Jo. Also, ich hoffe, man hört den Wind jetzt nicht so laut. Es wird immer voll windig jetzt, scheiße. Also für den Preis auf 1,50 Euro auf jeden Fall klare Kaufempfehlung, die sind ziemlich geil. Bis dann.